Liebe Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem kleinen neuen angespielten Projekt, und zwar Unity of Command 2. Und wenn du neu bist in solchen Wargames, wie zum Beispiel Panzergeneral und so weiter, dann bist du hier genau richtig, denn Unity of Command richtet sich genau an Einsteiger in dieses Genre und du kannst dich jetzt entspannt mal zurücklehnen und mit mir Unity of Command die erste Mission der Kampagne verfolgen. Ja, was ist denn Unity of Command? Das ist eben ein rundenbasiertes Strategiespiel auf Hexfeldern, wie man es quasi von diesen Wargames gewohnt ist. Man zieht also in verschiedenen einzelnen Missionen seine Einheiten über die Karte und versucht irgendwie Städte, Objekte, Missionsziele zu erobern, einzunehmen und so weiter. Ja, es ist schon eine Weile her und ich bin wirklich froh, Unity of Command 2 zeigen zu dürfen. Ich habe es jetzt ungefähr, ich glaube, knapp 3 bis 4 Stunden angespielt. Bereits schon seit, ich weiß gar nicht, 1 bis 2 Wochen habe ich das Spiel schon gehabt und bin nie so richtig dazu gekommen. Und ich muss auch sagen, es ist doch knackiger als erwartet. Also wie gesagt, es ist sehr übersichtlich, fast schon minimalistisch, mit einer schönen Grafik, die überarbeitet wurde. Aber eben auch, da steckt viel hinter der Haube, das werden wir gleich sehen. Und dann steigen wir eben auch ein. Also, wie gesagt, eben an Einsteiger gerichtet. Und ja, es ist teilweise auf Deutsch, teilweise noch nicht. Ich habe es jetzt schon oft versucht, alles zu durchblicken. Verzeiht mir bitte, wenn ich nicht alles im Spiel ganz genau erklären kann. Es sind doch ein paar Feinheiten, wie wir gleich sehen werden, die ich immer noch nicht so richtig gefunden habe. Aber ich versuche euch mal das Grundprinzip und die Grundmechaniken und die Einheiten zu erklären. Also, ja, es gibt hier ein neues Spiel, das sind eigene Testpartien, das sind eigene Szenarien, die man machen kann. Und jetzt muss ich mal kurz zurückgehen, denn es ist doch ein bisschen laut, glaube ich. Moment. So, ich denke, das ist besser. So, wir machen ein neues Spiel, eine Kampagne. Ich habe jetzt gesehen, noch kurze Info, dass Unity of Command schon ein paar Mal abgedatet wurde. Bin aber nicht sicher, wie sich jetzt meine Preview-Version unterscheidet zu deiner Kaufversion, wenn du das machst. Und ich glaube, Unity of Command dürfte heute, wenn ihr das jetzt seht, also am 12.11. am Dienstag, ich würde mal vermuten um 18 Uhr, verfügbar sein auf Steam. Link wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Also, wir spielen aus Sicht der Alliierten und beginnen mit dem Sieg im Westen. Also los geht's. Nach 3 dunklen Jahren zahlloser verheerender Erfolge der Achsenmächte scheint sich das Blatt nun zu wenden. In Nordafrika sind die Streitkräfte des Commonwealth seit den Kämpfen von El Alamein 2000 Kilometer vorgedrungen. Zeitgleich haben sich die Amerikaner von ihrem Debakel am Kasserinpass erholt. Und so beginnt der lange Marsch nach Berlin. So, ich habe auch angefangen mit Classic zu spielen, weil ich das eben genauso haben wollte wie das Original Unity of Command 2011. Aber auch ich habe das damals nicht gespielt. Ich wollte immer anfangen, habe es aber nie geschafft, irgendwie dort reinzukommen. Vielleicht auch ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Angst gehabt, aber ein bisschen Demut davor gehabt, irgendwie da einzusteigen. Aber ich habe Unity of Command 2 jetzt angespielt und ich kann euch nur sagen, es ist schon knackig, wenn ihr jetzt auf Classic spielt. Und da muss man wirklich ja, gut überlegen, was man macht. Und deswegen garantiere ich das nicht, da das ja auch angespielt ist, so wie üblich eigentlich bei neueren Sachen, werde ich mal gucken, wie weit es überhaupt geht und ob wir die erste Mission überhaupt schaffen. Beim ersten Anspielen vor ein paar Tagen habe ich es nämlich nicht geschafft, zumindest die Hauptmission zu erfüllen. Also dazu aber gleich mehr. Ja, ich starte jetzt hier eine neue Kampagne. Ich habe, wie gesagt, schon mal angespielt. Und da dürfte es jetzt gleich losgehen. 1943 in Europa, wie gesagt, mit den Alliierten spielen wir. Und hier ist ein kurzer Überblick des Stands. Die deutsche Armee wurde quasi zerschlagen, hat aufgegeben und wurde gefangen genommen. Die Deutschen evakuieren Rzeszów und ziehen sich zurück, schlagen aber in Nähe von Charkow zurück. Damit ist die östliche Front ins Stocken geraten. Die britische 8. Armee durchbricht die Maret-Linie und reorganisiert sich und ist jetzt in den letzten Schlachten in Nordafrika.
So, das ist jetzt quasi unser Ausgangspunkt. Ihr seht schon diese Gesamtübersichtskarte und es ist wahnsinnig laut. Und ich muss echt mal das Audio runterstellen, vor allem die Soundeffekte ein bisschen. So, ich hoffe, es geht jetzt, ja. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Es war doch ein bisschen laut. Okay, also, was jetzt Neues in diesem Spiel ist jetzt diese Karten. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, warum das bei mir jetzt so aussieht. Also erstmal sind hier natürlich einige Formatfehler noch. Daran wird noch gearbeitet. Und zwar an der deutschen Übersetzung, das sieht man hier. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, warum ich jetzt nur diese Karten habe. Das ist ein bisschen schwierig. Also im Grunde ist es so, es ist so ein bisschen Persistenz drin in diesem gesamten Spiel, was ich sehr gerne mag eigentlich. Das heißt, nach jeder Runde bekommt man, je nachdem wie man Ziel erreicht, ob man Bonusziel erreicht und so weiter, bekommt man eben eine Art Währung, einen Bonus, das ist das Prestige, das sehen wir hier oben. Und damit können wir eben auch diese Karten kaufen, die wir dann im Spiel einsetzen können. Das heißt, in einem gesamten Zug, also in einem gesamten Spiel, einem gesamten Szenario oder eben pro Zug. Und ja, bei unserem Schwierigkeitsgrad sind es jetzt eben 4. So, das weiß ich, diese Punkte heißen hier 20, das kostet das, steht auch da. Wie gesagt, ist noch gemischte Übersetzung, aber ich übersetze das mal so grundlegend für euch. Ich kann jetzt für 20 Prestige diese Karten kaufen, Aufklärung, sehr wichtig, anfassen, runterziehen. Ist jetzt doof, dass es hier wirklich so viel Aufklärung ist. Aber machen wir das mal, diese Transport-LKW sind auch ganz wichtig. Dazu dann später mehr. Das Zeug verkaufe ich. Geht jetzt nicht, weiß ich nicht warum. Okay, machen wir danach. So. Und dann sieht man jetzt das, was wir hier haben. Also, wir haben unser Hauptquartier eben der Alliierten und das besteht eben aus dem zweiten US-Korps. Und hier sieht man die verfügbaren Kräfte, dazu komme ich im Spiel aber noch. Man hat hier verschiedene Operationen, das kann ich im Spiel auch nochmal direkt zeigen. Artillerie, Unterdrückungsfeuer und so weiter, Logistik, Pioniere, die reparieren können, Brücken sprengen können, Pontons aufbauen können und so weiter. Die britische 8. Armee, genauso das gleiche, man sieht das jetzt hier. Diese Dinge kann man quasi als ja, Aktion im Spiel ausführen. So. Ja, viel mehr ist jetzt hier nicht zu setzen. Man gibt es, man kann jetzt hier nochmal den Mittelmeerraum sehen. Das ist quasi eine vergrößerte Variante, was wir jetzt spielen können. Und wir beginnen quasi hier diese Art Einleitungsszenarien, beziehungsweise das erste Szenarien ist noch so gedacht als Einleitung. Und das machen wir dann gleich. Jetzt muss ich mal gucken. Konferenz können wir jetzt beenden. Das haben wir auch alles gemacht, haben unsere Karten gekauft und so weiter. Und es geht los mit Wadi Akarite. Ich hatte das ja schon mal in zwei Gameplay-Entwickler-Livestreams auf meinem Kanal gezeigt und jetzt spielen wir das erste. Also, wir sind eben die Alliierten und auf dem Weg hier quasi mit der Landung in Süditalien und hier die letzten nordafrikanischen Schlachten. So, war die Akarit. Während US-Streitkräfte bei El Guttah und Magnesi gestoppt wurden, gelang es der britischen 8. Armee, die Maret-Linie zu durchbrechen. Nur der Wadi Akarit hält die Streitkräfte von Montgomery noch davon ab, in offenes Terrain vorzustoßen. In der Luft haben die Alliierten die Oberhand gewonnen und auf See haben die wenigen wertvollen Versorgungsschiffe der Achse Tunesien sicher erreicht. So, das Ding ist, Wadi Akarit, also ich bin jetzt nicht so, ich fange mal an, ich bin nicht so geschichtsbewandert wie vielleicht andere, die sich mit diesen Spielen ja beschäftigen. Und deswegen kenne ich natürlich nicht jede Einzelheiten. Ich habe mir das im Vorhinein aber ein bisschen angeschaut. Dieses Wadi Akarit ist quasi dieses gesamte Gebiet mit diesen sumpfartigen ja, Begrenzungen im Spiel zumindest. Also das ist ein bisschen sumpfartiges Gebiet und das bezeichnet so dieses ganze Tal, wie man das auch nennen möchte. So, das weiß ich. Das ist die Bewegung, wie man das so weiter macht. Das zeige ich euch dann im Spiel. Okay, also. Wir ziehen unsere Streitkräfte in Zentral-Tunesien zusammen. Das zweite US-Korps und die britische Erste Armee werden versuchen, die Pässe der östlichen Dorsale einzunehmen und anschließend den Achsenstreitkräften den Rückzug vom Wadi Akarit abzuschneiden. Also dieses Sumpftal, das ist eigentlich das Wadi Akarit, denn Akarit ist ja hier eine Stadt oder Ortschaft, glaube ich. Oder dieses Gebiet. Also, achte jedoch darauf,
deine eigenen Kräfte nicht zu überfordern, denn zum jetzigen Zeitpunkt gibt es im Wüstenkrieg noch keine Notwendigkeit, unnötige Riesen einzugehen. Und ihr werdet merken, dass es hier nicht einfach. Also ich habe mich da wirklich schwer getan. Die Deutschen bewegen sich viel und ja, man muss hier wirklich aufpassen, was man macht und auf viele Bewegungen eingestellt sein. Also fangen wir mal an. Das mache ich mal weg. Das heißt, wir können hier mit der linken Maustaste uns bewegen, Steuerung gedrückt halten, linke Maustaste das Bild drehen, Taste Steuerung N Ausrichtung Norden und Steuerung und Mausrad ist eben Zoom. So, dann beginnen wir eigentlich mal mit der Übersicht. Wir haben jetzt eine Aufmarschphase, das brauchen wir aber eigentlich nicht. Damit konnte ich bis jetzt immer nicht so wirklich viel anfangen, denn wir können jetzt hier nicht wirklich was machen. Ich kann natürlich gucken, ob ich hier, ich weiß nicht, ob man noch die Hauptquartiere versetzen kann. Das könnte ich theoretisch, das ist eine Option. Das hat was mit Versorgung und ja, eine Art Sicherung zu tun, wenn die jetzt irgendwo angegriffen werden könnten oder ein bisschen exponiert sind. Das brauchen wir aber jetzt nicht, unsere Streitkräfte verlegen. Mit Rechtsklick ist so ein bisschen das Abklicken. So, da will ich mal gucken. Ich habe hier oben verschiedene Kartenmodi. Es gibt nämlich einen Versorgungskartenmodus, der sehr, sehr wichtig ist. Und ich hoffe, ich will bloß mal kurz testen, ob das geht. Ob das jetzt schon geht. Tatsächlich. Ich kann jetzt schon neue Versorgungshubs einrichten. Und das werde ich jetzt aber nicht tun. Das ist so ein bisschen eben dafür, um diese Ausgangslage in dieser Aufmarschphase zu bestätigen. Also, ich fange aber trotzdem mal an. Nach jedem Zug sind immer diese kleinen Ladebildschirme. Ist ein bisschen schade, aber auch nicht weiter dramatisch. So, wir sehen jetzt die Karte. Wir sehen unsere Einheiten. Wir haben hier das Prestige. Wir haben hier Zusatzaktion. Wir können hier oben ein Bomber in dieser Runde starten, das ist dieses 1 hier oben, diese 1. Hier haben wir Aufklärungsflugzeuge, da sehen wir eben diese Karten, die wir mit reingenommen haben. Wir können 2 in dieser Runde aufklären und 4 im gesamten Szenario, also 2x2. So, und dann gibt es hier oben noch eben das Versorgungsnetzwerk, das zeige ich euch dann nochmal zu gegebener Zeit. Nachschub ist auf 100%. Und Nachschub kommt eben rein. Man kann V gedrückt halten zum Beispiel. Da habe ich aber gemerkt, dass dann die Grafik so ein bisschen anfängt, die FPS runterzugehen. Ihr seht das. Lasse ich los, ist es wieder flüssig. Das kann ich eben hier oben mit diesen Kartenmodi nochmal verbessern. Also, es gibt hier den Versorgungsmodus der Gegner. Das sind die Deutschen. Und dann haben wir unseren. Ich erkläre jetzt mal kurz, wie das funktioniert. Das ist relativ einfach. Also, keine Angst. Wir haben diese Versorgungslinien und dieser Nachschub kommt vom Kartenrand über diese Icons rein. Das heißt, es wird auch nur transportiert, der Nachschub, über diese Gitter, über diese Bahnnetze, über diese Schienen. Kommen also auch von diesem Schienensymbol hier rein. Man sieht das, hier oben kommt es noch rein. Und das war's. Das sind also diese zwei Zugänge. Und Versorgung wird immer transportiert von diesen Bahnschienen aus ins gesamte Land hinein. Und deswegen ist es auch wichtig, diese Nachschubzentren zu haben oder zu stören und auch dem Feind das eben abzuschneiden. Dazu kommen wir aber nochmal, wenn es denn soweit ist. Und ich könnte jetzt hier eben auch ein neues Nachschubzentrallager erstellen. Könnte dieses Dings hier anklicken, dieses Nachschublager, und kann das mit dem Mausrad dann auch drehen. Das geht jetzt aber nicht in dieser Übersicht. Das heißt, ich könnte diese Reichweite, die geht bis hier gerade jetzt, könnte ich dann noch verändern. Wenn ich jetzt hierauf klicke, dann sehen wir, das reicht bis hier. Und dann muss ich eben ein bisschen aufpassen, wie weit wir uns hier ausdehnen. Ich habe hier oben noch 2 LKWs, mit denen ich die Reichweite dieser Transportversorgung, Nachschubversorgung erhöhen kann. So, das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund zum Nachschub. Ja, wir haben jetzt hier Wadi Akarit. Wir haben hier in der normalen Übersicht unsere 2 Hauptziele. Das heißt, ich muss als erstes S-Fax einnehmen. Hier sieht man das. Und das schon bereits nach 3 Zügen. Das ist wahnsinnig schwierig. Ich habe mich da wahnsinnig schwer getan, das irgendwie einzunehmen.
Und das muss eben über diese etwas nördliche Frontlinie passieren. Man sieht das jetzt auch hier, diese Runde, dieses gesamte Spiel basiert eigentlich auf 6 Zügen. Und da ist es ein bisschen schwierig, das wirklich alles da unter Hut zu bekommen. So, und nach 6 Zügen müssen wir eben Enfidaville eingenommen haben. Und das ist eben hier unten unser Ausgangspunkt für, sieht man hier, Tunis zum Beispiel, für diese nächste Mission. Also müssen wir quasi das hier alles abschneiden. Und das ist das, was ich versuche. Wie gesagt, ich bin beim ersten Mal gescheitert. Hoffe, dass es jetzt besser wird. Hier sind Bonusziele. Man kann dadurch noch ein paar extra Sachen bekommen an Prestige und kann das dann auch später ausgeben. Also, im Übrigen bin ich noch ein bisschen am Kränkeln. Ich hoffe, das hört man nicht allzu doll an der Stimme. Im Moment geht's eigentlich. So. Ja, wir haben jetzt über unsere Übersichten von den Zielen. Jetzt geht's eben zu unseren Einheiten. Also, die Einheiten sind relativ simpel. Man sieht es hier. Diese vierte indische Infanterie. Und das ist relativ einfach. Also Angriffsstärke 2, Verteidigung 3. Wir haben ein Standardbewegungs Reichweitenfeld von 3. Könnten dann nochmal 1 machen. Dann können wir aber nicht mehr angreifen. Oder wir machen 3 Züge und greifen einmal an. Und hier ist eben keine gepanzerte Einheit. Also Panzer 0. So. Wofür ich lange gebraucht habe, um das rauszufinden, das steht, glaube ich, auch nicht im Handbuch. Also ich habe ein 40-seitiges Handbuch mal durchgelesen, habe mal auch auf andere Quellen ein bisschen versucht, die Tage mich ein bisschen einzufuchsen. Nicht so einfach, aber wenn ihr es einmal drauf habt, dann wisst ihr es ungefähr. Und nach einer Runde kann man das schon gut einschätzen, wie sich so die Einheiten verhalten, was sie können, was sie sind, was für Zusatzaktionen man ausführen kann und so weiter. Also. Man sieht es hier, eine Einheit basiert insgesamt aus einer Stärke, das sind diese Punkte eben. Bei den Deutschen sind das die blauen, bei uns sind das hier diese gelben. Und wir haben hier in diesem Fall auf der Karte, ich sag mal, 5 Punkte. Diese 5 Punkte sind Stärke. Es gibt jetzt noch eine Möglichkeit, dass man vom Nachschub abgeschnitten wird, dann würde ein so ein Punkt nach einer Runde abgeschnitten sein, ausgrauen. Das heißt, sie sind unterdrückt oder ich weiß gar nicht, wie man das so schön übersetzen kann, inaktiv, sind aber noch da und können auch Schaden nehmen, können aber auch wieder aufgeladen werden, sobald man wieder am Versorgungsnetz angeschlossen ist. Und die sind also nicht tot. So, das ist also quasi die Stärke. Je mehr Punkte, desto besser. So, jetzt sieht man, aha, hier sind also noch Zusatzeinheiten drin. Und zwar ist das jetzt hier Sapeure einmal. Ich weiß nicht, ob ich hier raufklicken kann, den kann ich nicht. Das wird dazu gezählt. Also die Einheiten besteht im Grunde dann noch aus mehr Einheiten, 2 Sapeure und diese. Und da habe ich mich halt unheimlich schwer getan. Was das bedeutet, keine Ahnung. Habe ich nicht rausgefunden. Was ich aber sagen kann, ist, Erfahrung 330 ist ein Elite-Status, Infanterie. Und man sieht jetzt hier die beiden Blitze, das sieht man auch noch oben. Kann sich alle noch bewegen, 3, und kann also noch einmal angreifen. Ne? Das heißt, hier, so kann man eben noch einen Überblick über die aktuelle Runde haben. Okay, jede Einheit, die diese Zeichen noch hat, kann noch Aktionen ausführen, brauche ich also nicht weiterklicken, sonst klickt man sich ein bisschen zu Tode und klickt jede Einheit an. Ja, wo kann ich jetzt noch eine Aktion machen und eben nicht. So. Gehen wir mal auf den Panzer. Man sieht es hier gepanzert, Angriff 5, natürlich stärker gegen Infanterie, Verteidigung 4, Bewegungsreichweite 5 und theoretisch plus 2 weitere. Erfahrung Veteran 240 ein Stern und besteht eben aus einer Stärkestufe 5. Jetzt sieht man noch hier, das Veteran-Symbol oder Erfahrungssymbol ist nicht nur da, sondern auch hier zu sehen, genau wie bei den Deutschen. So, aber auch hier ist die Musik ein bisschen wieder zu laut. Mache ich mal ein bisschen runter. Wahnsinn. Okay, Freunde, so, wir fangen jetzt an. Also, ich klicke mal weg. Nicht, dass wir uns immer verklicken. Das passiert auch relativ schnell. Wir sind jetzt also die Alliierten. Wir haben das Hauptquartier der britischen Ersten. Wir haben das Hauptquartier der US-Infanterie, der zweiten Korps. Und die britische 8. Armee mit Montgomery. Diese drei Hauptquartiere haben wir. Hauptquartiere sind so ein bisschen Nachschubzentrum. Wie gesagt, kann man verschieben. Dazu dann aber später mehr. Jetzt geht es darum, diese Mission zu erfüllen. Und eventuell wird das Video zu lang, deswegen muss ich das unterteilen. Wird sich aber gleich zeigen. Wir sind ja schon bei 20 Minuten. Also,
Das hier ist die Frontlinie, die bewegt sich immer nach unseren Einheiten. Und das hier, das ist quasi dieses gesamte Sumpfgebiet, was im Wadi Akarit so prägend ist, in diesem gesamten Feuchtgebiet sozusagen. Das heißt, wir kommen hier nicht durch. Das heißt, wir haben 1, 2 Hexfelder. Das muss ich mal gucken. B, nee, das war der Nachschub. Und da muss man jetzt eben gucken, wie wir hier durchkommen. Das heißt, wir können hier nicht einfach durchrushen. Geht nicht, weil wir haben hier die Frontlinie der Deutschen vor uns. So, wir haben hier eben quasi die US-amerikanischen Truppen mit dem Hauptquartier und 2 Infanterieeinheiten, eine Panzereinheit. Sehr, sehr knifflig das Ganze. Hier beschützen wir quasi oder blockieren auch diesen Durchgang am Magnasi-Pass. Und wir sehen auch hier, wenn wir den erobern, wenn wir hier also einen weitergehen, dann hätten wir quasi dieses Zusatzziel hier erobert und würden das bekommen. Schwierig ist zum Beispiel hier diese Nachschublinien bei Kasserin. Die müssen wir halt irgendwie ein bisschen sichern. Und da müssen wir aufpassen, was wir tun. Beim ersten Mal ist mir das verloren gegangen. Und da bricht eben dieses gesamte Netzwerk hier zusammen. Denn wie gesagt, Nachschub, Zuglinien, also diese quasi Schienennetze im Auge behalten. Ganz, ganz wichtig. So, es ist schwierig. Man sieht, dass hier ist relativ ausgeglichen, beziehungsweise die Deutschen sind hier sehr schwierig zu vertreiben. Also, was ich machen will, ist auf jeden Fall, wenn man sich jetzt das Nachschubnetzwerk anschaut, und das ist auch das erste Ziel, das ist nämlich Sfax, das ist das erste Ziel, und wir müssen hier durch, am besten natürlich auch hier die direkte Nachschublinie über das Schienennetzwerk und dorthin, weil wenn wir das schaffen, können wir es auch erreichen, dass wir die Deutschen hier umzingeln und auch vom Nachschub abschneiden können. Terrain spielt auch eine Rolle. Man sieht das jetzt auch hier. Hier kann man sich bewegen. Übergang, Brücken kann man sprengen. Hier kommt man gar nicht durch. Ihr seht das hier komplett blockiert. Hier genauso Berge, Häuser und so weiter. Da gibt es ja noch verschiedene Modifikatoren, wenn man im Berg angreift oder von einem Berg oder von einer Stadt aus und befestigt ist und so weiter. Gibt es verschiedene Modifikatoren. So, Rechtsklick, alles wieder raus. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal unten an. Es ist nicht einfach. Ich würde jetzt mal anklicken und ich habe hier unten verschiedene Optionen, die ich noch zusätzlich ausführen kann, wenn es zu schwierig wird. So, jetzt wäre es so, man sieht das jetzt auch in der Vorschau. Wir sind auf der linken Seite und wir würden jetzt quasi eine Einheit verlieren und die Gegner würden eine Einheit verlieren. Man sieht das jetzt bei denen, dass die ich weiß nicht genau, wie man das jetzt zusammenrechnet. Da oben rechts sieht man jetzt das blaue, die blaue 8. Wir haben jetzt eine gelbe 10. Und das sind natürlich jetzt auch die 2 Punkte. Ich weiß nicht, ob das jetzt gleichgesetzt wird. Wir haben plus 3 Artillerie. Und die Gegner haben quasi minus 1 Bunker, minus 1, weiß ich nicht, was das soll, und minus 1 wahrscheinlich eingegraben oder vergraben. Das bringt uns jetzt nicht allzu viel, wenn wir hier angreifen, außer wenn wir die natürlich schwächen wollen. Hier sieht man dieses Eingegraben-Symbol, haben sich also verschanzt. Man sieht das jetzt hier eingegraben, also schwer dort zu vertreiben. Und stehen eben auch hier auf einem Hügel eingegraben. Die sind auch eingegraben. Ja, also müssen wir mal gucken. Was ist, wenn wir jetzt hier angreifen? Hier hätten wir schon bessere Chancen. Denn hier würden wir keine Einheiten verlieren. Und die Gegner würden aber 2 verlieren. Und ich überlege gerade, ob wir das machen. 3-0. Ich können wir nicht angreifen. Aus der Flanke heraus. Schwierig. Jetzt gucke ich einfach mal hier, ob wir Suppressive Fire, also Unterdrückungsfeuer mit der Artillerie machen können. Bringt uns gar nichts. Kein Rückzug. Ja, hier können wir noch nichts machen. Nee, bringt gar nichts. Und hier so eine Nadelstich-Attacke irgendwie. Bringt es aber auch gar nichts. Also wir können mit dieser Einheit hier, mit der 51. nichts ausrichten. Wir bleiben jetzt erstmal hier und müssen erstmal diese Frontlinie so weit wie möglich auflösen. Das heißt, ich mache einmal Unterdrückungsfeuer, bringt aber gar nichts. Das heißt, ich greife einmal normal mit dieser Armee hier an. So, man sieht jetzt hier, man ist auch durchgebrochen, theoretisch. Jetzt hat man gesehen, Durchbruch, die Einheit hat sich zurückgezogen. Jetzt ist die Frage, ich könnte hier theoretisch jetzt einen Panzer hinziehen. Und wenn ich eine Einheit markiere, dann sieht man jetzt hier im orangen Bereich, dort könnte ich alles hinziehen. Und habe dann trotzdem noch die Möglichkeit,
Wenn ich selbst bis hier, das sind dann 5 Schritte, könnte ich nochmal angreifen. Drücke ich jetzt die Leertaste, sehe ich die absolut maximale Bewegungsreichweite und kann danach nicht mehr angreifen. Und ich denke mal, ich werde jetzt mit dem Panzer, weil das einer der stärkeren ist, aber der wäre noch besser, weil der 2 Sterne als Elite-Erfahrung sogar hat. So, ich würde den tatsächlich jetzt hier hinschicken. Und bin gespannt, was wir jetzt hier machen können. So, das will ich nicht tun. Ich kann jetzt auch hier nicht wirklich... Nee, kann jetzt hier nicht wirklich mehr tun. Ja, man sieht das jetzt wirklich. Also diese gesamte Grenze ist jetzt für mich ein bisschen abgeschlossen. Ich kann die nach vorne ziehen. Machen wir einfach mal. Und dann gehen wir quasi mal zum nächsten Schauplatz. Also, wir sind jetzt hier bei El Guitar und unserem Hauptquartier wird nicht einfach. Es ist natürlich sinnfrei, wenn man jetzt überlegt, mit diesen Einheiten dort anzugreifen, obwohl es jetzt hier ausgeglichen ist. Warum sollen wir eine motorisierte Einheit, die grundsätzlich viel stärker ist, der Deutschen angreifen? Man sieht jetzt hier Verlust 3-0 für uns, 1-1. Also wir können hier eigentlich nur verlieren. Ich könnte jetzt hier rübergehen. Weiß aber nicht genau, was das bedeutet. Jetzt muss ich mal gucken, was das für Terrain ist. Stadt. Und in der Stadt haben wir jetzt nichts weiter. Außer hier noch ein M4 Sherman Panzer mit drin. Das ist doch ziemlich interessant. Und diese beiden Einheiten noch mit dazu. Man sieht hier die Werte unten auch noch. Ja, nicht schlecht. Ich kann die hier nicht rüberziehen und daher werde ich diese Einheit, die erste US Infanterie Division hier nach oben ziehen, könnte immer noch angreifen und werde die nach vorne ziehen und erstmal belassen. So, kann ich hier unten noch irgendwas ausführen? Nein. Aufklärung schlecht. Ich weiß auch nicht genau, was hier hinter ist. Müsste man mal gucken. Tja, die Frage ist jetzt, ich könnte das natürlich irgendwie weitergehen. Entschuldigung, das Ding ist natürlich jetzt nicht geschütztes Hauptquartier. Schwierig. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt hier angreife 1-1 oder ob ich hier versuche weiter zu gehen. So, wir haben hier eine Einheit M10 drin. Veteran, können aber trotzdem nicht allzu viel aussagen. Wir sind jetzt hier auch außer Reichweite des Hauptquartiers und ich weiß nicht, ob das jetzt im nächsten Mal, wenn ich jetzt mal hier die Versorgung anklicke, nee, das ist noch innerhalb Versorgungsreichweite. Die Punkte hier unten bedeutet außerhalb der Versorgungsreichweite. So, dann muss ich mal gucken. Ich kann jetzt wie gesagt hier raufklicken, mit dem Mausrad nach oben drehen. Nein, es geht nicht hier, sondern hier. Wenn ich jetzt darauf klicke, dann kann ich jetzt mit dem Mausrad nach oben drehen und das erweitern würde mich dann quasi nochmal irgendwann einen Truck kosten. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Ja, ich weiß nicht genau. Ich würde sagen, wir greifen wir einfach mal an. Kein Rückzug, sind standhaft geblieben. Wir haben eins verloren, die haben eins verloren. Okay. So, ich gehe mal davon aus, dass das bedeutet, dass sie sich auch nicht bewegen können. Jetzt ist die Frage, ich werde mit dem Panzer erstmal hier das Hauptquartier verteidigen. Pontonbrücke brauchen wir hier nicht. Ich werde hier erstmal bleiben, denn ich brauche unbedingt dieses Versorgungsnetz. Ich klicke mal hier rauf. Ja, hier ist eben quasi unser Nachschub-Hub und das ist ganz wichtig, dass wir das hier behalten. Ich denke mal, man könnte auch hier oben noch was bekommen, aber wie gesagt, ich muss eben die Bahnschienen halten. Das ist ganz wichtig. So, was können wir theoretisch hier tun? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das Ausrufezeichen bedeutet, kann ich nicht sagen. Wir sind jetzt aber auch hier eingegraben und würden hier absolut verlieren. Also das ist jetzt wirklich nur dazu gedacht, um irgendwie, ja, hier defensiv stehen zu bleiben. Ich kann es mir jetzt auch nicht erlauben, die hier irgendwie vorbeizulassen und quasi dieses Versorgungszentrum hier einzunehmen. Ja, und hier können wir auch gar nichts machen. Ich gucke mal, ob ich hier mit der Artillerie was machen kann. Leider nicht. Damit auch nicht. Schade.
vorbei komme ich nicht unbedingt, will ich auch gar nicht. Ich kann diese 46. britische Infanteriedivision mal nachziehen. Das werde ich tun. Das werde ich tun. Ich muss die Brücke hier beschützen und auch diese, weil sonst wird das hier oben eingenommen. Wäre eine blöde Idee, deswegen werde ich erstmal hier bleiben. Wie gesagt, mit Leertaste könnte ich nochmal weiterziehen, werde ich aber hier nicht tun. Hier oben ist das auch zu beschützen. Die Brücke zumindest, damit eben diese deutsche Einheit, Infanterieeinheit nicht hinkommt. Aber auch hier sind die wahnsinnig gut verteidigt, eingegraben. Kann ich nichts machen. Selbst Artilleriefeuer wird hier nichts bringen. Auf dem Berg will ich nicht. Ich bin jetzt hier auf diesem Hexfeld. Bleibe ich erstmal so. So. Und die Frage ist wirklich, ich muss hier irgendwie durch und versuche vielleicht in der nächsten Runde, wenn ich hier oben gleich mal drauf drücke, Richtung Sfax zu kommen. Hier sind wir ein Stückchen vorangekommen. Bin ich aber nicht sicher. Wie gesagt, ich muss hier am besten den Nachschub abschneiden. Werde aber jetzt mal diese Runde beenden. Und damit machen wir mal kurz Schluss oder eine Pause, werde aber nochmal diese Runde euch auch zeigen und die Züge der Gegner zeigen. Air Attacks sind verfügbar. Okay, das stimmt, das werde ich nochmal machen. Wir haben einen Bomber und ich werde versuchen, den hier anzugreifen. Ja, doch hat was gebracht. Eine Stärke ist jetzt weg und der Magnassi Pass ist vielleicht irgendwann zu nehmen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen bei dem ersten Angespiel zu Unity of Command 2. Bleibt dran, denn die nächste Folge kommt bald und dann machen wir weiter im zweiten Teil mit Wadi Akarit. So, die Runde ist vorbei und damit machen wir jetzt wirklich eine kurze Pause. Nicht, dass ihr jetzt schon abgeschaltet habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.